die Plätze! Fertig! Los! Voller Körpereinsatz für den wilden Robert hieß es am Ostersamstag in Mügeln. Nicht nur die 28 Tonnen schwere Lok wurde bewegt, auch 32 Läufer setzten sich für den Erhalt der Schmalspurbahn ein. Parallel zu den Gleisen rannten sie von Oschatz bis nach Mügeln. Der Grund für den Protestlauf? Der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig möchte den Personenverkehr ab Juli nicht mehr finanzieren. Damit droht der beliebten Traditionsbahn das aus. Mit dieser Aktion setzen die Eisenbahnfans ein klares Signal dafür, dass der wilde Robert auch in Zukunft kräftig weiterdampfen soll.